hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Heiligen Heinz nennen, denn ich befinde mich gerade im Heiligen Hain und da suche ich einen heiligen Schrein und da ist ein heiliges Schwert und das ist heilige Scheiße bald mein. Hoffe ich zumindest. Oh, das wäre so schön. Also, ich habe das letzte Mal hier abgebrochen auf der Suche nach dem Schwert. Da sehe ich so einen Stein. Oh nein, jetzt muss ich das wieder nachsingen. Das ist Zeldas Wiegenlied, was wir hier hören. Jo, jo, jo. Oben, unten. Mit je, oben, unten. Alles klar. Okay, wir probieren das mal. Ich mache einfach mal... Ups, das war mal wieder schief. Okay, nochmal. Okay. Ja, yeah. Ich mag das. Okay, wir lernen bald eine neue Technik und neue Techniken sind echt super. Sehr schön. Der singt allerdings nur eine Begleitstimme, ist euch das mal aufgefallen? Die eigentliche Melodie wurde gerade von den Begleitinstrumenten gespielt und der liebe kleine Wolf, der hat nur eine Begleitstimme gespielt. Huch, was ist das denn? Kröt. Hä? Ich dachte, ich lerne doch keine neue Technik. Das ist irgendwie ein... Was macht ihr da? Voll unheimlich. Total düster. Was sind das für Viecher? Aber ich mag das. Ich glaube, ich muss euch verprügeln. Was haltet ihr davon? Ihr seid doch nur ein paar Marionetten, ha? Huh? Okay, der hat die auf mich gehetzt. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt eher, dass ich ein... eine neue Technik lerne, weil das hier so ähnlich funktioniert wie bei den Technik-Kram-Typis. Aber das scheint nicht so zu sein. Ist noch einer übrig? Nö. Na gut, dann lernen wir halt keine neue Technik, ihr blöden Viecher. Diese. Und bis hier. Oh, das ist aber schön. Boah, es ist wirklich schön hier, ne? Also abgesehen von den tödlichen Monstern, die mir vermutlich meine Seele herausreißen wollen, finde ich das wirklich hübsch hier. Echt wahr. Ich mache mal kurz ein bisschen Gespür an für den Fall der Fälle. Nicht, dass ich irgendwas Wichtiges übersehe. Ja, geht doch mal weg hier. Hä? Ist doch nicht höflich, was ihr da tut. So. Auch nicht hier? Nein. Gehen wir den normalen Weg weiter, nehme ich mal an. Oh ja, das machen wir jetzt aber nur für euch, mache ich das. Das könnt ihr mir aber glauben. So, eigentlich wollte ich nur das Gras hier mähen, aber wenn die blöde Marionette dann denkt, ha, da mische ich mich ein, dann mache ich die doch gleich mit. Dann mähe ich die Marionette auch einfach um. So, hier... Oh, hört ihr das? Also dieses Vieh, das ist hier offenbar immer in der Nähe. Okay, alles klar. Stimmt, das ist Sarias Musik. Oh, ich habe ihn wirklich erwischt. Oh, Entschuldigung, es tut mir sehr leid. Ach, das ist dir egal. Der sieht aber auch böse aus, oder? Den darf ich hauen, den darf ich fressen. Macht er da. Ist er in die Richtung gerannt? Echt? Ich bin gerade so verwirrt. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich jetzt eigentlich lang muss. Doch, aber ich schätze mal, das war schon die richtige Richtung. Er ist ja da rausgerannt, oder? Geh mal weg! Immer vier auf einmal. Vier gegen einen, das ist unfair. Schade, dass ihr so wenig aushaltet, ihr Schwächlinge. So. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Okay. Neue Wege sind, glaube ich, noch nicht frei. Das ist doch nur der Rückweg, oder? Ich bin so ein bisschen verwirrt. Okay. Da war der eben gerade. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Aber ich muss doch nochmal gucken, ob ich nicht hier oben irgendwas übersehen habe. Nee, hier ist kein weiterer Ausgang. Ich muss wirklich zurück. Na gut, tun wir das. Ich glaube, ich muss sie auch nicht jedes Mal besiegen, wenn sie hier irgendwo runterfallen, die blöden Marionetten. Es scheinen einfach nur so Massen... Ist der da hinten? Nee. So Massengegner zu sein. Ganz viele auf einmal immer. Hier gibt's aber... Moment mal, war das der richtige Weg oder das? Ich gehe jetzt mal hier lang. Nee, das ist nicht die Bühne von eben. Ach, ihr rennt mir tatsächlich hinterher, ihr frechen Eimer. Das könnt ihr euch aber abschminken, dass ich mich von euch so richtig verhundepiepeln lasse. Verhundepiepeln, versteht ihr? So. Voll weggegessen. So, und jetzt gehen wir schön hoch. Und.
Okay. Ah, schön. Okay, wir sind in einer neuen Gegend. Und mal sehen, was Midna eigentlich sagt. Ich will mit dir reden, Midna. Oh, die Steuerung. Vielleicht gehen mir langsam die Batterien aus. Puh, was für ein flinkes Kerlchen. Aber der scheint gar nicht wegzulaufen, sondern uns irgendwohin locken zu wollen. Okay, der will uns zu tief in den Wald locken. Ach, hier geht's ja gar nicht weiter. Können wir da irgendwie rein? Weil das sieht alles aus wie Eingänge hier. Wir hatten sowas schon zweimal. Und wir kommen aber nicht rein. Ach, ihr lenkt mich ab mit der Kamera an. James, ich glaube, ich kam ja von dort. Dann müsste ich mal hier entlang. Da ist er wieder. Ich höre ihn. Macht er. Okay. Okay. Der sitzt irgendwo da oben. Ich glaube, ich muss... Kann ich mich da irgendwie hoch mitnahmen? Wow. Zurück. Ihr Arschheimer. Ich habe doch gerade geguckt. Könnt ihr doch nicht so machen. Wo ist der denn? Der sitzt da oben. Aber ich kann irgendwie nicht mit Midna hoch. Das heißt, vielleicht muss ich den längeren Weg hier nehmen. Und an der Seite hoch. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, das sieht ganz richtig aus. Ach nee. Das ist doch die Bühne von eben, oder? Oder zumindest eine sehr ähnliche Bühne. Nee, das ist, glaube ich, die von eben. War der Gang schon eben da? Dann gehe ich mal wieder hier rein. Ich glaube, das war doch zu noch eben gerade, oder? Ich bin mir leider nicht ganz sicher. Oh, die können ja über Wasser fliegen. Also über Wasser geht es mir gar nicht gut gegen diese Gegner. Ich versuche ein bisschen irgendwie was zu finden, womit ich hier hochkomme. Ach, ich kann hier vielleicht durchschwimmen. Okay. Ja, dann... Okay. Ja, im Wasser kann ich leider nicht so gut gegen die kämpfen, müsst ihr wissen, liebe Leute. Das müsst ihr wirklich wissen. So. Okay. Gehen wir einfach mal hier lang und da müsst ihr ja sein. Mir ist egal, ob du mich nur locken willst. Ich hau dich so richtig schön weg, du Arschheimer. Oh, das war schön. Ja, ich hoffe, du gerätst ein bisschen in Panik. Ich mein's nämlich nicht gut mit dir. So, ist er jetzt da hinten rausgegangen? Ich glaube ja, ne? Alles klar. Okay, ich glaube, ich muss hier runter. Ich glaube, ich muss hier wieder raus. Das ist ja aber verwirrend hier. So, und jetzt... was war denn eben noch nicht offen? Dieses komische Ding an der Brücke? Ihr seid ganz schön schnell, Jungs, muss ich mal sagen. Und ein bisschen nervig, kann man auch nicht dazu sagen. Also ich glaube, dieser komische Schlumpf da, der meint es wirklich nicht gut mit mir. So, hier ist noch so ein Eingang, der nicht funktioniert. Ich glaube, das... Und da auch noch. Warum bin ich nur so unglaublich verwirrt? Oh je. Huch, da war ich aber auch noch nicht. Okay, da geht es weiter. Ich würde sagen, dann gehe ich einfach hier unten entlang. Aber ich muss die wirklich erst umbringen, denn... Oh, du lebst ja noch. Oder kann ich hier hochklettern? Nee. Ich schätze mal, hier geht's hinten rein. Nee, doch nicht. Oder? Ach, das könnte doch... Klar. Das könnte diese komische Brücke sein. Vielleicht ist die jetzt offen. Und dann komme ich da hin. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein... Ja, die ist offen. Dass mein Orientierungssinn sowieso schon beschissen ist. Und in sowas ist es noch viel schlimmer. Aber wir kommen auf jeden Fall weiter. Tram! Der blöde Wächter, du. Okay, und wir sind an einem extra Eingang. Diesmal hat es auch direkt gezeigt, wie die Tür aufgegangen ist. Das finde ich sehr schön von dir. Dankeschön auch. Und loslassen. Okay, wie kriege ich jetzt die anderen beiden Türen auf? In dem Raum mit den Wasserfällen? Ich weiß es nicht. Eine Karte haben wir nicht, oder? Ich müsste mal kurz gucken. Nee, haben wir nicht, glaube ich. Puh, alles klar. Und, ich glaube, wir brauchen einen Schädel. Den nehme ich mal mit, denn wir sind sehr hungrig. So, und jetzt? Oh, das sieht aus, als wären wir irgendwo an einem Zielpunkt angekommen. Hier können wir später als Link klettern. Ich schätze mal, jetzt müssen wir aber nur springen. Oh, das sieht nach Zwischenboss aus. Finde ich. Finde ich die nicht? Ich finde es. Hä? Oh. Der wiegt 800 Kilo. Jetzt nicht mehr. Voll aufgestampft. Ja, das hat ja die ganze Zeit so gut funktioniert, ne? Mach ruhig weiter damit, das ist echt sinnvoll.
Weiter so. Alles klar. Das sind wahrscheinlich die schwächsten Gegner, die wir bis jetzt haben. Die machen durch bloße Masse das aber auch nicht wett. Bams! Aua! Mann, immer ins Gesicht. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Voll unfair. Brüt. Noch mehr. Okay, also wir könnten direkt auch auf ihn zulaufen, denn ich habe eben gesehen, dass die Gegner auch einfach sterben, wenn ich ihn erwische. Nee, geht wohl nicht. Vielleicht in diesem Falle nicht. Vielleicht muss ich ihn erst durch das Besiegen seiner Lakaien verwundbar machen. Bam, bam. So, wo ist er hin? Heimer? Oh. Ah ja, da bist du ja. Mann! Ich glaube, ich kletter trotzdem zu dir hoch. So, da ist er doch. Bams! So, und jetzt? Tröd! Ja, das ist ja was Neues. Es werden aber immer mehr, das heißt, ich glaube, ich komme trotzdem voran. Er gibt sich echt viel Mühe, oder sie oder es. Ich weiß es nicht ganz genau, was es eigentlich ist. Na, ich glaube aber, es hat bis jetzt noch nie funktioniert, wenn ich die nicht vorher besiegt habe. Oder zumindest zu Teile. Den müsste ich doch eigentlich erwischen können. Nee, ich musste tatsächlich verletzen, glaube ich. Sonst ist er mir zu flink. Wo ist er? Wo ist er? Da. Swam. Ich glaube, er muss gerade tröten und dann ist er für einen kurzen Moment unaufmerksam und kann nicht fliehen. Ja, ja, das könnte schon sein. Okay, jetzt hat er sich ganz von dann gemacht. Und nun? Fang mich doch! Neues Torchen aufgegangen. Oh ja, da wollen wir natürlich durchgehen. Ich bin eigentlich schon die ganze Zeit dabei, ihn zu fangen, aber er hat es, glaube ich, nicht bemerkt. So, und der Weg zum Masterschwert ist schon länger als geahnt. Aber ich wurde auch schon so ein bisschen vorgewarnt, dass das einige Zeit in Anspruch nehmen könnte, meine lieben Leute. Alles klar. Puh. Das hat ja lang gedauert. Und jetzt? Ich spüre vielleicht mal anmachen? Nein, auch nicht. Huh. Was seid ihr denn für welche? Hallo? Ihr seid nicht essbar, wie es aussieht. Ich muss hier vielleicht heulen. Denn da habe ich ja ein Triforce-Zeichen. Aber erstmal gucken, was es hier sonst so gibt. Ich weiß aber auch gar nicht, wie ich heulen kann. Ich habe keine Ocarina oder sowas dabei. Ach, hier geht's auch weiter. Oh, eine kaputte Truhe. Irgendjemand kam mir zuvor. Ich kann nicht behaupten, dass ich das gutheißen kann. So, mal ein bisschen testen, was hier das Gespür so sagt. Das Gespür sagt, hier geht's nicht weiter. Voll schade. Mann. Oh, da ist ein Käferle. Seht ihr das? Da oben. Aber das kann ich, glaube ich, als Wolf sowieso nicht einsammeln. Das heißt, ich werde jetzt trotzdem mal versuchen, hier irgendwas zu tun. Vielleicht sagt Midna irgendwas. Ja, doch, ich kann heulen. Ja, das ist Teil des Wiegenlied. Ich hab's nicht so schön geheult, aber ihr hört's ja jetzt nochmal richtig. Bezirzend. Wirklich bezirzend. Wunderschön. Oh yeah. Triforce activated. Huch, was ist das? Was zum Henker soll das sein, meine lieben Leute? Oh, muss ich jetzt kämpfen? Nur weil ihr viermal so groß seid wie ich, heißt das nicht... Oh, was soll das sein? Wir sind die, die über dieses Gebiet wachen. Führe uns zurück dahin, wo wir dereinst gestanden haben. Tust du das nicht? Bleibt dir der Weg in den heiligen Heinz verschlossen. Okay. Und wie mache ich das jetzt? Ich muss reden. Erstmal reden. Du wildes Tier, das zu uns spricht. Sag, was ist dein Begehr? Ich mache weiter, das ist mein Begehr. Okay, ich kann mit dem reden, aber ich weiß nicht genau, was es soll. Huch. Au, au, au. Und jetzt? Es ist auf mich draufgesprungen, oder? Ich glaube, das war falsch. Okay, schon habe ich es falsch gemacht. Also, nach vorne geht schon mal nicht. Ich gehe mal zur Seite. Ach so. Die drehen sich irgendwie ganz komisch. Und springen offenbar in die... Also, der untere springt in meine... Ach nee, die drehen sich immer genau in meine Richtung. Der obere auch. Der guckt nur von Anfang an in die andere. Nach unten darf ich nicht.
Ach so, und okay, ich sehe jetzt die beiden Plattformen, auf die müssen sie, glaube ich, drauf. Was? Oh Gottchen. Der steht jetzt schon mal drauf, aber ich glaube nicht, dass das so laufen kann. Oh Gott. Oh Mann. Oh Gott. Also wenn ich jetzt zur Seite springe, dann... Ah Mist, die stehen zu weit auseinander. Und Bonks. Das war witzig. Ja, mach das. Ach so, aber ich glaube, sie dürfen... Ach so, der dreht sich in die andere Richtung. Verdammt! Und ich dachte, ich hätte es schon. Ach, Herr Jemini. Liebe Leute, das ist aber gar nicht so einfach, du. Bäm, au! Warum? Cool, das machen wir nochmal. Bäm, au, Mann! Alles klar. Nee, also so kriege ich das ja nie hin. Und wenn ich da runterspringe, bin ich auch am Arsch. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht, liebe Leute. Ich glaube, ich habe es nicht richtig gemacht. Denn deren entgegengesetzte Bewegungsrichtung... machen ist mir relativ schwer, irgendetwas hier berechnen zu können. Versteht ihr das? Ich glaube, ihr versteht das. Ach du Schande, das kriege ich ja nie hin. Bäm, au, 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 au. Alter, also das, da bin ich auch intellektuell überfordert. Ich glaube, das ist wirklich etwas, da muss ich einfach raus rumprobieren, bis ich das habe. Puh, nochmal so? Oh nein, stimmt ja. Entschuldigung. Okay, jetzt probieren wir es mal nach links. Nach unten geht auch nicht, da springt er mir auch entgegen. Ich probiere es nach links. Dann geht der in die Richtung. Nach oben? Achso, nein. Unten? Oben? Ich muss es wirklich ausprobieren. Hilfe! Oh mein Gott! Jetzt ist der da raus. Nein, so geht's nicht. Nach oben. Ich probiere es mal nach unten. Also, man... Oh Gottchen, Herr Jemini, da sitze ich, glaube ich. Liebe Leute, es könnte sein, dass ich bis zum nächsten Jahrtausend hier sitze. Was passiert, wenn ich... Ach so, so bleiben die nur stehen. Das bringt ihnen gar nichts. Das mache ich nochmal. Okay, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was ich tun soll. Tja. Okay, wenn ich jetzt nach vorne springe, dann haut er mich nur wieder weg. Ach, ich glaube, ich werde angehate, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte es ganz kurz. Dann gehen wir mal hier lang. Nochmal da lang? Oder nicht? Oh Gottchen. Oh, ich bin eigentlich doch schon relativ nah dran. Oh, liebe Leute. Aber das sah doch eben noch ganz gut aus. Und jetzt bin ich irgendwie durcheinander geraten. Da, so kommt der nach oben? Oh, nein, nein, nein. So kann ich das nicht machen. Schnell nach oben. Jetzt sind die schon wieder so weit auseinander. Mann. Mann. Und jetzt kann ich nicht mehr nach unten. Ich starte gerade nochmal neu. Oder? Achso, nee, er springt sowieso in die Richtung. Ja, ja, spring nur noch. Achso, und ich kann jetzt nicht nach unten springen. Moment, ich muss mal neu starten. Das sah doch eben noch gar nicht so... Da waren sie plötzlich relativ nah aneinander. Neu starten. Irgendwie kriege ich es dann raus. Wie hatte ich das denn eben gemacht? Ich bin am Anfang nach links. Achso, nee, das hat ja nichts gebracht. Oder vielleicht muss man... Doch, das hat was gebracht. Irgendwann haben sie sich nicht mehr bewegt. Genau, wenn ich sie so hinmache, aber bringt mir das irgendwas? Nach oben jetzt? Ich weiß nicht, wie hatte ich es... Eben waren die doch ganz nah beieinander. Ja, genau, so kommen sie näher aneinander. Aber wenn ich jetzt nach vorne springe, dann kommen sie zwar näher aneinander, aber... es bringt mir noch gar nicht so viel, weil ich jetzt wieder deaktiviert werde. Gehen wir mal nach hier. Aber so sitze, wieder geht's weit weg. Ich habe versucht, die gerade zum... Kommt ein bisschen näher aneinander. Guck mal, jetzt sieht's doch eigentlich so aus, als könnten sie relativ bald... Als könnten sie relativ bald auf ihren Feldern stehen. Oh, Gottchen. Tut mir leid, ich glaube, das wird... Nee, falsch. Oder, obwohl, guck mal. Wenn ich jetzt die richtige Bewegung... Der geht dann nach unten, aber ich möchte eigentlich beide nach... Oh, es ist gemein. Dass sie sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen, ist einfach gemein. So, jetzt könnte ich zur Seite springen. Oh, aber die sind auch so dreh... Also guck mal, wenn der eine jetzt noch nach oben läuft und die laufen in entgegengesetzte Richtung, dann stehen sie praktisch auf einem spiegelverkehrten Bild. Also ich zeig's euch. Wenn der jetzt nach oben läuft... Dann steht er hier oben in der Ecke. Der steht hier unten in der Ecke und kann nicht weiter.
Und das bedeutet, wenn man das hier spiegelt und ich mache die gleiche Bewegung, dann müsste ich, also hier ist der Spiegel, ja, und die bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen, dann müsste ich da die richtige Ausgangslage haben, um das Ding draufzukriegen, richtig? Ich probiere es mal. Das sieht gut aus. Ja, ich glaube, ich hab's. Oh yeah. Geil. Ich glaube, ich hab's. Alter, das war aber pures Glück. Ich hätte das jetzt locker noch mal eine halbe Stunde probieren können. Ich kann sowas gar nicht. Jetzt weiß ich auch, ich dachte erst, ich wäre gewarnt worden vor dem Spielchen hier vor. Okay. Du führtest uns zurück auf unseren rechten Platz. So mach dich nun bereit. Tritt ein in unser Heiligtum. Alter Verwalter, da habt ihr euch aber was ausgedacht. So, ich dachte, ich wäre vor diesem komischen Waldjungenspielchen gewarnt worden. Aber ich glaube jetzt, das war das hier. Hui. Ja, gut, ich habe Glück gehabt. Das ging wirklich ganz gut. Aber, ich war schon kurz davor, mir zu überlegen, wenn ich euch wohl den Schnitt setzen muss. So, da ist das Masterschwert. Ich wollte eigentlich den Part gerade beenden, aber ich denke, wir müssen das mit dem Masterschwert vielleicht noch in... Oder soll ich euch einen kleinen Cliffhanger machen? Oh ja, ich glaube, das mache ich. Ich bin ein kleines Arschloch. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht hier unsere Zukunft. Das kann uns vermutlich aus unserer Wurstgestalt befreien. Aber jetzt erstmal muss ich sagen, ich habe viel zu kurze Arme, um dieses Schwert greifen zu können. Deswegen kann ich erstmal nur sagen, tschüss und bis zum nächsten Part. Gemein.